Wir gehen in der buckeligen Welt auf die Hasenburg. Dort oben im Nebel ist die Hasenburg. Ankunft auf der Hasenburg. Nach fast 200 Höhenmetern. Und etwas über 2 Kilometer weg. Wir erkunden die Burg. Eine Schutzhütte gibt es auch. Erika, Elisabeth, Jutta, Hartmut und Sabine. Haben sie gebaut. Dankeschön. Der Bruno sagt, die Kekse schmecken hier oben sehr gut. Ja, die Hasenburg ist eine riesige Hochfläche mit einer schönen Aussicht auf Weilrode und natürlich den Harz hinter dem Nebel. Wir kommen zur eigentlichen Hasenburg. Diese Mauern hier sollen 1000 Jahre alt sein. Bis auf die Platte, die dort drüber liegt. Das Burgtor. Na, die Fugen hat man etwas ausgebessert. Aber ansonsten noch sehr gut erhalten. Die Reste irgendeines Gebäudes gibt es hier auch noch. Sehr gut erhaltene Grundmauern. Das war es anscheinend von der Burg. Bruno beim Bananenessen. Fein gemacht. Nach einer kurzen Rast geht's zurück. Im Sommer ein sehr lohnendes Ausflugsziel. Mit bestimmt super Ausblicken. Tschüss.